Seid gegrüßt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu Odyssey im Auftrag des Königs in der neuesten Release-Version 2.6.2. Wir haben ohne den richtigen Schlüssel kriegen keine Schlüssel für diese Truhe. Und gucken wir mal hier. Ohne den auch hier haben wir keinen Schlüssel. Ich habe hier aus dem dritten, Quatsch, nicht aus dem dritten, sondern hier aus der Lagerhalle, also aus diesem Lagerhaus, den dritten Ork zum Leuchtturm geschickt. Nein, nicht zum Leuchtturm, sondern zum östlichen Tor. Jetzt fehlt natürlich uns noch der vierte. Und da gucken wir doch noch mal ein bisschen nach. Ich habe ein bisschen gelunzt und nachgeguckt, wo der vierte ist. Und schauen wir mal, wo der sein könnte. Ich habe nämlich die Vermutung, was heißt die Vermutung? Sondern der ist auf der anderen Seite, da wo es was zu saufen gibt für umsonst. Ja, und leider konnte ich das Rendererproblem immer noch nicht beseitigen, weil hier fehlen Fenster. Am Anfang und auch die herrschte Dunkelheit. Zugehörigen Wops dafür und auch die Gardinen. Da bin ich aber in Kontakt mit den jeweiligen Renderer-Entwicklern und gebe auch immer Feedback, was passiert. Ja, dann gucken wir mal, ob hier der Bolek und der Lolek. Ja, da ist der Bolek Lolek. Also es gibt eine Zeichentrickserie, eine polnische oder eine tschechische, ich weiß es jetzt nicht. Und die war mal in den 70ern. Die hieß Lolek und Bolek. Aber wir fragen jetzt mal Bolek nach hier. Hey. Hey. Verschwinde, Morra. Sonst mache ich dir Beine. Das wird aber Zadok gar nicht gefallen. Du sollst nämlich zum östlichen Tor kommen. Wenn du mich anlügst, Morra, werde ich aus dir Hackfleisch machen, verstanden? Oh, ist der sauer. Der war aber jetzt mal sauer. Aber hier gibt's Bier. Ja, Bier gibt's immer noch. Wo bleibt denn der jetzt stehen? Weil ich jetzt Bier klaue oder was? Ach, hier haben wir noch ein Türchen. Ah, ich glaube, ich war schon. Nee, ich war noch nicht hier. Hey, 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 hey. Topaz Rohkristall. Also ein Topaz gibt es. Topaz Rohk. Ah, ein Topaz. Und ein Waffenbündel wieder. Ja, super geil. Waffenbündel brauchen wir ja. Richtig. Jetzt werden wir erstmal speichern. Und mal gucken, ob wir die Truhe knacken können. Nein. Ah, ging ja einfach. So, dann haben wir wieder mal drei lustige Tränke für uns. Drei rote und drei blaue. Oh, mal gucken. Ist er jetzt weg? Ne, er steht da immer. Ne, das ist der andere. Okay, dann ist der Bolek weitergegangen. Jupp. Jo. Wieso hat er jetzt hier sein Schwert gezogen? Oha. Hilfe. Die sind aber alles sowas von. Sowas von agromäßig drauf. Schwieg in diesem Kampf. Ja, weigerte so, wo ist das Osttor? Erstmal gucken, gerechten Kampf ich jetzt hier richtig beizustehen. Na, dann klettern wir mal hier hoch. So, was haben wir denn hier? Mythana. Okay, nee, da sind sie das? Nempek, ja, da sind sie. Ich speichere lieber mal. Bevor ich sie zum Leuchtturm nicht hinschicke. Kann ja sein, dass mich irgendwer hier. Okay, alle da. Ampek, okay. Bevor ich da irgendwie was mache. So, was ist denn. Okay, alle. Sind doch alle da. Ah, hier ist er. Ork, Zadok. Mal gucken, was passiert. Ich habe alle vier Krieger gefunden. Ich habe alle vier Krieger gefunden. Gut gemacht, Morra. Und damit sich diese Nichtsnutzer nicht wieder aus dem Staub machen, wirst du sie jetzt zum Leuchtturm bringen. Habt ihr gehört? Dieser Morra wird euch jetzt zum Leuchtturm bringen. Verstanden? Das soll jetzt die Strafe dafür sein, dass ich euch so lange suchen musste. So, Morra. Und jetzt mach dich auf den Weg. Komm aber zu mir zurück, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Wenn ich zufrieden mit dir bin, sollst du von mir eine Belohnung erhalten. Oh, toll. Also erst hinschicken, aber da sind ja meine Peoples. Das ist jetzt eine ganz blöde. Ah, eine ganz blöde Situation. Die haben jetzt alle Commit-Optionen. Das heißt also, ich brauche die erst gar nicht. Brauche die erst gar nicht.
sofort mit hinschleppen, sondern ich kann mir diese Option noch irgendwie ausdenken. Also überlegen, ob ich das mache. Geht's ja eben mal zum Leuchtturm hoch. Was mache ich denn jetzt? Oh, vertrackte Lage. Speichern. Ja, doch bevor ich da diese Sache mal wohl überlegt in Angriff nehme, möchte ich doch ganz gerne mich auch mal bei zwei Kommentatoren herzlich bedanken. Und zwar bei dem Odyssey Mod Team, Alain Dufont, und bei Invino Veritas. Es handelt sich nämlich um Folgendes, und zwar schwarze Magie, Bücher. Ich sollte nochmal im Erdgeschoss der Sternwarte nachgucken. Ich habe noch nicht das vierte Buch, wie man hier sieht. Bei den Beschwörungszaubern habe ich 11, 12, 13, 14, 15, um das mal hier auf den neuesten Stand zu bringen. Dann habe ich, glaube ich, etwas vergessen. Und zwar hieß es ja, dass, Moment mal, ich möchte das jetzt mal für alle verständlich hier mal zeigen. Erstmal unter Xardas Beschwörungsbücher. Da habe ich ja die ganzen Fünfe gesammelt. Und ich habe eins Roaz gegeben, der oben am Xardas Turm steht. Weiter geht es. Und zwar mit Xardas Tagebüchern. Wenn ich die nämlich alle habe, dann kann ich ja zu Sean zurück und wieder mal etwas lösen, eine Quest. Aber ganz wichtig ist, ich werde mal hier mal hochscrollen. Und zwar hier im unteren Bereich. Im fünften Tagebuch von Xardas habe ich einen Zettel gefunden, der mir einen Hinweis gibt, wo sich der letzte Band befindet. Also den sechsten Band, den ich ja eh schon habe. Aber ich werde nochmal gucken, ob ich den Zettel von Xardas finde. Also den Zettel von Xardas. Genau, hier ist er. Auf einmal kam eine Frau von hinten an. Sorry, ich habe mal eben ausgeblendet. So, und die lese ich mal. Und da hatten wir wieder einen Questeintrag gehabt. Und da gucke ich nach. Da steht ja schon der Text. Xardas hat das sechste Tagebuch sehr wahrscheinlich in einer großen Höhle in der Nähe der Sternwarte versteckt. Okay. Also, fehlt mir eigentlich nur noch das Buch von Roaz. Da müsste ich ja den Roaz. Wer ist denn das? Also, den Roaz müsste ich dann. Ich bin jetzt verwirrt, Leute. Jetzt steht auf einmal Gritta hier. Also oben bei Xardas müsste ich ein Roaz noch irgendwie das Buch abnehmen. Jetzt kommen wir mal zu Gritta. Auf einmal kommt die hier an. Ich habe zwar ausgeblendet, aber einmal ist die da. Die verschollene Gritta ist wieder da. Das heißt also, Moment mal. Ich habe nämlich kurz ausgeblendet, weil ich wollte nämlich in den Logbüchern nicht so rumsuchen und hier Zeit verschwenden. Apropos Zeitverschwendung, hier liegt ja noch ein Kräuterchen. Die Gritta, die folgt mir. Aha. Die hat mich erkannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehe ich mal zum Leuchtturm hin mit Gritta. Das ist ja der Hammer. Wenn das jetzt nochmal passieren sollte, was ich denke, was passiert. Weil ich hatte sie ja schon x-mal versucht. Und in einer Folge habe ich das auch gezeigt, Gritta hier hochzuführen. Aber Alrik hat kein keine Bestätigungsquest abgegeben. Gritta, ich fasse es nicht. Du wärst besser. Mein Gott, ein Kampf. Scheiße. Jetzt wird's lustig. Ich Doofkopf. Ich habe nicht abgespeichert. Bitte komm doch mal mit. Oh, und der Typ ist auch noch aggressiv. Ich hätte mich umziehen sollen. Gritta, komm mal her. Hoffentlich beruhigen die sich da wieder. Nein, die beruhigen sich nicht. So, und jetzt können wir uns endlich mal wieder umziehen hier. Am besten machen wir dich noch dran, richtig. Und einfach nur ein Schwertchen. Und wir ziehen uns um. Wo sind wir denn hier mit den Klamotten? Da, Drachenjägerrüstung. Und ihn hier. So, und dann speichere ich nochmal ab. So. Mann, oh Mann, oh Mann.
Dann rennen wir mal mit ihr hier hoch. Jawohl, da wären wir. Jetzt bin ich gespannt, was los ist. Alrik, da ist Alrik. So, Gritta. Na, mal gucken. Vielleicht hört sie auf zu gehen, wenn ich weiter vorwärts latsche. Nee. Ist genauso die gleiche Geschichte wie auch in meinem alten Versuch. Also sie bleibt nicht stehen. Na, gehe ich mal zu Alrik hin. Hey, du. Ja, Moment. Alles, ja. Alles. Mach's gut. Wir sehen uns. Oh. Bitte hat sich gelöst. Das ist ja irre. Dann ist er jetzt hoffentlich hier geblieben. Hans, Konstantino. Aber wo ist er hin? Na gut, okay. Soll es das erstmal gewesen sein mit Gritta? Ich weiß nicht, wo die jetzt hingefluppt ist. Hier ist sie rein. Interessiert mich dann schon. Die wird nicht oben sein. Was soll die denn oben machen? Schöne Aussicht genießen, frische Luft schnappen. Tatsache! Die klettert hier rum. So. Aber hier haben wir ja den Zuriss. Hey! Unser Händler. Naja, gut, okay. Gritta. Leider. Folgt sie mir immer noch, oder? Ja, die folgt mir immer noch. Was mache ich denn jetzt mit ihr? Ich bin kein Frauenschläger. Bin ich nicht, tut mir leid. Ich bin kein Frauenschläger. Dann mache ich es anders. Und zwar werde ich mich zu Xardas Turm begeben. Wusch. Oh, die sind noch aggressiv zu mir. Mhm. Das ist jetzt doof. Und Feuer... Boah, Alter. Sowas bekloppt es jetzt aber auch. Ja, dann werde ich mal überlegen, wo habe ich denn den Dandolo hingeschickt? Zur alten Pyramide, richtig. Hm, auch noch hier mal eine Kritik an mich selber. Ich hätte mich nur umdrehen brauchen und diesen Weg entlang gehen. Und dafür bedarf es natürlich auch wieder eines Tipps von Alain Dufont. Vielen Dank dafür. Ja, Alain, dann habe ich es jetzt mal zum ersten Mal so gemacht. Und dann Dolochen. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Ja, ja, du bist Soldat, kleide dich entsprechend. Du nervst. Quatsch. So, Dandolo, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Dann werden wir nämlich mal zusammen hinfetzen zum, zum Turm von Xardas. Ja, das heißt also, Dandolo, warte auf mich an Xardas Turm. Jetzt weiß ich nicht, ob er das überlebt. Warte auf mich bei Xardas. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja, dann geh mal lecker los. Ich ziehe mich mal lecker um. Mal wieder. Und zwar... Ach ja. So, leichte Drachenjägerrüstung. Und ich sollte natürlich auch meinen Bogen anlegen. Mit Feuerfall hört sich gut an. Und dann teleportieren wir uns selber zum Turm hin. Und hauen sofort ab. Am besten hier rein. Hallo. Dich verbrennen. Oh, Scheiße. Kommen die jetzt hinter mir her oder was? Oh, Mann. Muss man alles ausprobieren hier. Es ist schwierig. Muss ich ehrlich sagen, es ist schwierig. Locker vom Hocker oder es bleibt schwierig. Was haben wir denn hier? Minecrawler-Suppe. Gibt das viel. So. Die große Frage ist jetzt natürlich, wo wird sich jetzt Dandolo aufhalten?
wird sich jetzt Dandolo aufhalten? Moment mal, wie viele sind denn da? Sind da alle drei dahinter oder wie oder was? Tatsache. Drei Köpfe. Oh, das überlebe ich nicht. Niemals. Das war's für dich. So, andere Strategie. Verwandlung Löwe. Und diesmal werde ich auch mal gucken, ob ich da ein bisschen besser abschneide. Komm her, Mist. Ja, okay. Warten wir mal, bis einer kommt. Bis sie alle zusammenstehen. Oh, der Löwe brüllt aber. So, und jetzt! Hä? Der Löwe ist unverbrennbar! Das ist ja klasse. Aber das ist ja lustig. Haha, geiler Spruch, Verwandlung Löwe. Ist feuerresistent. Also, ich hab's auch schon. Los! Du auch. Kann ich mir ja in Ruhe. Okay. So, gibt's hier irgendwo noch einen Schwarzmagier? Dass hier noch irgendwer auftauchen sollte? Nein. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Schwarzmagier hat ein bisschen Pillepalle-Kram dabei. Jetzt möchte ich ganz gerne den Roaz. Ah, das ist noch der Schwarzmagier. Das Buch abnehmen. Da ist er. Hoffentlich. Ja, da ist es. Das ist das Buch, was wir brauchen. Unbedingt. Wow, speichern. So, jetzt mal genau gucken. Schwarze Magie 4. Das ist das, was wir ihm eben abgeluchst haben. Mal gucken, ob es noch... Das war das Tagebücher. Da hat man Einträge gehabt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorher schon gelesen habe, bevor ich ihnen hier das abgeluchst habe oder hingegeben habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal ins Logbuch unter Xardas Tagebücher. Aha, Xardas berichtet in seinen Tagebüchern von einer alten Sternwarte, die es auf Korinnes geben sollte. Doch wo genau soll sie sich befinden? Ja, da haben wir eigentlich alles abgesucht. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch zu Cern zu gehen. Ach, ich werde doch mal offscreen noch mal gucken, ob ich hier nicht doch noch was vergessen habe. Also dann berichte ich weiter. Draußen ist ein scheiß Wetter, hier habe ich nichts mehr gefunden. Ich lege mich mal eine Runde schlafen. Vielleicht wird dann der Dandolo sich dann unten zeigen. Weil ich ihn ja zum Turm geschickt. Schauen wir mal. Dandolo, da ist er und schläft. Wecken wir ihn mal auf. Ah, da bist du. Du bist ja. Soldat. Ja. Kleide dich entsprechend. Dandolo. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Das ist also der Turm vom alten Xardas, der von Innos abgefallen und sich Belia zugewandt hat. Interessant. Ja, Dandolo, das ist Xardas Turm. Aber gucken wir noch mal, wo du noch. Warte auf mich. Ich gehe. Gut. Ob du auch zur Sternwarte kommen kannst. Natürlich kann er das. Wir müssen ja zu Cern. Warte auf mich in der Sternwarte. Na gut, dann gehe ich mal los. Und schwupps. Jetzt sind wir hier. Dandolo ist noch nicht da. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und auf geht's zu Cern. Das überspringe ich mal. Ach, braucht die gar nicht überspringen, der ist ja gleich schon hier. Nur eine Treppe hoch und da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Hey du! Wegen den Tagebüchern. Wegen den Tagebüchern. Ja? Hast du sie alle gefunden? Ja, vor allem das Buch, das den sechsten Kreis behandelt. Ja. Würde dich am meisten interessieren. Dann gib mir die Bücher. Ich muss unbedingt erfahren, was darin steht. Endlich erfahre ich die Wahrheit. Du hast wirklich eine Belohnung verdient. Jo, danke. Hier, nimm dieses Gold von mir. Du hast es wirklich verdient. Schon auf Athanos wollte ich mehr über Xardas erfahren. Doch damals wolltest du mir nicht mehr über ihn berichten. Doch wie sieht es jetzt aus? Bist du jetzt bereit dazu? Ja, das bin ich. Sehr gut. Zumal du mir sehr geholfen hast. Aber was genau willst du wissen?
Er war doch mal der oberste Feuermagier des Königs. Wie kam es dazu? Wann lerntest du ihn kennen? Und was tat Zardas als oberster Magier? Das werde ich dir gerne mitteilen. Ich hoffe nur, du hast genug Zeit. Dies wird nämlich etwas länger dauern. Kein Problem. Also erzähle. Na gut, dann höre mir genau zu. Hört genau zu. Ah. Vor langer Zeit, als König Roba der Erste noch über Myrtana herrschte, lernte ich Xardas als jungen Feuermagier kennen. Ich selbst war damals ebenfalls noch jung, ja noch Novize, und ich kam nach Vengard, um die hohe Kunst der Magie zu erlernen. Schon damals hatte Xardas den Ruf, einer der größten Magier des Landes zu sein. Und so empfand ich es als große Ehre, als mir eines Tages mitgeteilt wurde, dass Xardas selbst meine Ausbildung übernehmen wollte. Da ich nicht unbegabt war und mit Xardas einen vortrefflichen Lehrer erhalten hatte, erwarb ich mir schon bald die Robe des Feuermagiers. Xardas war sehr zufrieden mit mir und eines Tages machte er mir das Angebot, ihn bei seinen Studien zu unterstützen. Natürlich nahm ich dieses Angebot mit Freuden an. Von diesem Tag an arbeitete ich mit Xardas eng zusammen und erkannte schon bald, dass er über ein enormes Wissen verfügte. Viele Jahre studierten wir zusammen die magischen Schriften und ich lernte bei Xardas alles, was ich über die Magie des Feuers wissen musste. Bevor ich fortfahre, musst du noch Folgendes wissen. Die Magie des Feuers galt damals noch als die einzige Magie, die einem Feuermagier zustand. Daher wurde die Magie des Wassers noch von den alten Feuermagiern belächelt, während die Beschwörungsmagie Belias hingegen noch sehr gefürchtet ward. Ja, noch mehr! Ein Feuermagier, der sich mit der Magie Belias beschäftigte, wurde damals sofort aus dem Orden des Feuers verstoßen. Und das war noch das Geringste. Je nachdem, wie schwer das Vergehen war, wurde auch zuweilen die Todesstrafe an dem Frevler vollzogen. Der oberste Feuermagier, damals war es noch Melander, achtete selbst mit ganzer Strenge darauf, dass diese eisernen Gebote eingehalten wurden. Nur den ehrwürdigsten Magiern stand es zu, die Weisung des obersten Feuermagiers zu kritisieren. Xardas gehörte mittlerweile zu ihnen. Im Rat der Feuermagier trat er dafür ein, dass man sich auch mit den anderen Magiekreisen befassen müsse. Solange aber der oberste Magier lebte, konnte sich Xardas damit nicht durchsetzen. Erst als Melander starb und Xardas selbst vom Rat der Magier für das höchste Amt erwählt wurde, änderte sich das. Zwar stieß er auch jetzt schon auf zahlreichen Widerspruch, doch gelang es ihm dank seiner Autorität, sich gegen seine Gegner durchzusetzen. Und das mit großem Erfolg. Binnen weniger Monate fanden selbst die größten Kritiker, dass Xardas Recht gehabt hatte. Die Magie des Wassers bereicherte das Wissen unserer Magier und schon bald gab es unter uns einige, die sich hauptsächlich nur mit dieser Magie beschäftigten. Xardas Argumente, dass mit dem Wissen der dunklen Magie auch das Wissen und die Macht des Feuerordens wachsen würden, wurden einfach ignoriert. Ja, man wollte ihm bald gar nicht mehr zuhören, wenn er anfing, über diese Angelegenheit zu sprechen. Besonders war der Feuermagier Pyrukar dagegen, der heute das Kloster von Korinnes leitet. Er begann schließlich gegen Xardas zu intrigieren. Nach diesem erbitterten Widerstand gab es Xardas schließlich auf, die anderen Magier zu überzeugen. Doch ich fühlte, dass ihn dieser Gedanke weiterhin beschäftigte. Eines Tages verkündete Xardas, dass er mit einigen anderen von uns nach Athanos gehen wollte, um dort die alten magischen Schriften zu studieren. Ich erwähnte ja bereits, dass ich einer dieser Magier war, der ihn begleiten durfte. Auf Athanos verbrachten wir mehrere Jahre. Tag für Tag studierten wir die alten Bücher, die auch das Wissen über die Magie des alten Volkes enthielten. Xardas saß Tag und Nacht bei den Büchern. Irgendetwas trieb ihn an, das merkten wir alle. Rastlos und ruhelos studierte er Buch für Buch. Doch wenn wir ihn mal fragten, was er suchen würde, dann antwortete er nur stets das eine Wort, Erleuchtung. Mehr war nicht aus ihm rauszubekommen, und so mussten wir uns schließlich damit zufrieden geben. Wow, sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Ja, Quest, eine neue Quest haben wir, die Sternwarte. Gucken wir noch mal eben nach. Zugang, das haben wir hier.
Sie haben berichtet mir etwas über Xardas Leben als Feuermagier am Hof von Vengar. Xardas war ein bedeutender Mann am Hof des Königs gewesen. Wie kam es aber, dass er sich Belia zugewandt hat? Mal sehen, was Sean mir noch zu sagen hat. Okay, gibt's da noch eine Option? Und weiter? Und weiter? Nach einigen Jahren verließen wir wieder Athanos und gingen nach Korinnes. Auch hier forschte Xardas unermüdlich weiter. Ich bin mir sicher, dass er schließlich auch die ganze Bibliothek von Korinnes in- und auswendig kannte. So seid ihr die ganzen Jahre von Methana fern gewesen? Was hat denn der König dazu gesagt? Nun, so ist es jetzt nicht gewesen. Wir waren nicht immer auf Athanos und auf Korinnes. Oft kehrten wir nach Vengar zurück, vor allem wenn der König wichtige Anliegen mit dem obersten Feuermagier zu besprechen hatte. Zuletzt war dies, als Xardas mit anderen Magiern die Barriere für die Erzkolonie auf Korinnes errichten sollte. Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal war, dass ich meinen alten Freund sah. Wer hat eigentlich diese Sternwarte bauen lassen? Xardas. Er musste wohl einen besonderen Grund dazu gehabt haben. Auf jeden Fall steht sie mit seinen Geheimnissen in Verbindung. Was für ein Grund könnte Xardas wohl gehabt haben? Nun, eine Idee hätte ich schon. Die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Ich könnte mir daher vorstellen, dass Xardas beobachten wollte, ob in diesem Gefüge bereits Löcher entstanden sind, durch die dämonische Wesen in unsere Welt gelangen können. Das wäre natürlich äußerst bedrohlich für uns. Wie können wir feststellen, ob dies der Fall ist? Indem wir die Gestirne betrachten. Hast du schon mal durch das Teleskop gesehen? Ja, ja. Hatte ich ja schon. Ja, aber ich habe außer einem wunderschönen Sternenhimmel nichts weiter entdecken können. Genau. Das will nichts heißen. Du bist nun mal kein geübter Astronom, aber gut. Ich muss mich selbst davon überzeugen, ob alles in Ordnung ist. Dies wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Einige Tage muss ich mich schon mindestens damit beschäftigen. Aha. Aber mal sehen. Vielleicht habe ich ja schon bis morgen etwas feststellen können. Dann bist du also der Astronom, der Profi. Gibt's sonst noch was und hast du etwas feststellen können? Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar wie immer, gebt einen Daumen. Ich bedanke mich und sage Tschüss.